Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ich setz mich hin. Zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Und wir tauchen jetzt mal ab in die tiefen Tiefen. In die tiefsten Tiefen. Von, keine Ahnung. Den Katakomben hier halt, in denen wir uns befinden. Kein Luftloch, warum nicht? Hier ein Luftloch? Nein, auch nicht. Ihr seid gemein. Ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Hier ist ein Luftloch. Was? Hier ist kein Luftloch? Doch, hier ist Luft. Was? Meine Güte. Das war ja fies. Teilweise ein bisschen sehr knapp bemessen hier mit der Luft. Das ist nicht nett. Genau, das Grab von Jihokan. Obwohl das hier eindeutig die Zisterne ist. Meine Güte. Keine Sorge, Lara. Das Wasser ist sehr erfrischend. Ja, du bist uns schon wieder einen Schritt voraus. Warum eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hier war. Ah, das ist auf jeden Fall ein Crocodile. Ich glaube, es bringt uns jetzt noch nicht allzu viel, da lang zu gehen. Wie viel gibt es hier überhaupt insgesamt? Nur zwei Artefakte und keine Reliquie. Okay, sollte machbar sein. Aber vielleicht ist es wirklich dann sogar gut, erst einmal, oder? Nee, ich muss erstmal runter. Das ist erstmal das Wichtigste. Ich muss runter, okay. Wo geht's an Land? Da geht's an Land. Ist doch gut. Obwohl das Fadenkreuz nicht rot geworden ist, habe ich sie töten können. Das freut mich sehr. Ein Midi-Pack, davon kann ich echt viele gebrauchen hier. Okay. Hier kann ich das Wasser in der Mitte ausstellen, genau. Hallo Krokodil. Tja, aus dir mache ich mir eine Handtasche. Genau, hier kann ich hoch und mir da oben dann eine Kiste schnappen. Das ist auf jeden Fall dann schon mal gut.
Aber... wie war das denn nochmal? Ich glaube, ich habe es tatsächlich sogar niemals geschafft, mir hier alles zu holen. Weil hier... ist halt dieses Artefakt. Und ich glaube, ich habe das immer nur hingekriegt, dass hier ein Gewicht war, dass ich dann das Floß halt bekommen habe. Und ich glaube, das geht auch nicht, wenn man das auf die eine Plattform stellt, dass es dann sofort hochgeht, sondern man braucht wirklich eigentlich dann zwei Kisten quasi hier. Ich glaube, man braucht dann später von ganz oben dann nochmal was oder so. Ich bin mir da gerade echt total unsicher. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist dann wirklich besser, wenn ich erstmal das Wasser so lasse, wie es ist. Und dann erstmal mir oben die Kiste hole. Ich glaube, das ist das Beste. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mir das Secret wirklich jemals geholt habe, weil ich halt nie wirklich wusste, wie. Deswegen, das könnte jetzt eine Premiere sein oder ich lasse es halt wirklich bleiben dann. Aber wozu habe ich mir dann den Stress mit den anderen Sachen gemacht? Ich will ja eigentlich, wenn schon, denn schon. Entweder ganz oder gar nicht. Jetzt bin ich so weit gekommen. Jetzt will ich nicht an so einem kleinen Ding scheitern. Ah, hier ist ja die nächste Kiste. Wie komme ich daran, ist die Frage. Weil hier komme ich dann nicht weiter. Das ist jetzt natürlich doof. Aber ganz hoch kann ich hier einfach nicht, oder? Nee. Und da ist auch noch ein Unterwasserschalter. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber na gut, okay. Dann weiß ich ja jetzt aber doch, wo ich die zwei Kisten herkriegen kann. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich rankomme, aber ich weiß, wo sie ungefähr sind. Das ist ja auch schon mal besser als nichts, ne? So, ich glaube, hier war doch irgendwie der Anfang, genau. Hier komme ich wieder nach oben. So, dann hier auf die Stange. Hopsasa. Ich glaube, das, was mich wirklich halt am meisten ärgert, ist halt, dass man hier viel zu schnell sterben kann und dass man dann doch die Kontrollpunkte nicht so gesetzt hat, wie man sie brauchen könnte. Und dass man dann 1000 Jahre lang wieder hier rumkraxeln muss. Ja, das ist es halt. Ich starte oben. Nett. Dadurch habe ich jetzt zwar unten noch gar nichts erledigt, aber egal. Hier komme ich rüber tatsächlich sogar schon. Weil das bringt mir, glaube ich, nichts, oder? Komme ich hier rüber? Muss ja eigentlich, ne? Ja, doch, komme ich. Aber hier komme ich dann halt nicht rüber. Ich muss zuerst eigentlich darüber. Ich muss rein theoretisch eine komplette Runde einmal drehen. Ist ja doof. Will ich doch gar nicht. Nee. Ich könnte natürlich jetzt schon den Unterwasserschalter auch da drüben ziehen und das Wasser einmal hier vorlaufen lassen, aber ich glaube, das will ich gar nicht. Aus verschiedenen Gründen. Okay, versuchen wir es einfach. Mehr als sterben können wir ja nicht, ne? Genauso. Zum Glück war das ja noch ziemlich am Anfang. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Zumindest sah es nicht allzu schlecht aus. Geht doch, geht doch, geht doch. Wow, 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 wow. Oh, das kann ich... kann ich aufheben? Ah, Utsimoni. Utsimoni, okay. Wenn das Utsimoni ist, ist das natürlich was anderes.
liegt ja auch noch irgendwas. Was ist das? Sieht aus wie ein goldener Schlüssel oder sowas, aber die... Gab es die hier auch? Ja, muss ja eigentlich, ne? Ich weiß es nicht. Geh da jetzt nicht runter, um mir die Munition zu holen. Die kann ich mir auch später holen, wenn hier alles voller Wasser ist. Okay, eine Wand. Okay. Nur nicht verrückt werden, nur nicht verrückt werden. Ich schaff das schon irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Okay, soweit, so gut. Gebt mir doch bitte einen Kontrollpunkt, Leute. Ich will nicht mehr. Krieg ich einen Kontrollpunkt, bitte? Seid ihr so lieb? Nein, sie sind so lieb nicht. Wer hätte es erwartet? Ich krieg einen Kontrollpunkt! Ich bin happy. Ich bin jetzt echt happy. Dankeschön, liebes Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber danke, liebes Spiel. Du bist gerade jetzt in dieser Hinsicht echt lieb. Du hast mir genau das gegeben, was ich mir gewünscht habe. Danke. Du kannst es doch. Du kannst es doch. Sei es doch einfach mal öfters. Wirklich. Dann wäre das Leben so viel entspannter hier mit dir. Warum? Da hält sich Lara auch schon den Arm vor die Augen so. Oh nee, kein Bock mehr. Was war das gerade? Ungelogen. Ich bin doch einfach nur ganz normal gesprungen. Warum stehe ich mit dem Gesicht nach da? Keiner weiß es. Ich bin wirklich verwirrt. Was war denn? Was war denn das? Also nochmal, das geht ja mal gar nicht. Was war denn das? Ah, jetzt sehe ich das. Ich muss hier vorher an die Kante. Sag mir das mal einer. Spiel, seriously. Wie gut, dass ich einen Kontrollpunkt hatte, sonst wäre ich jetzt so am Boden gewesen. Ungelogen. Halt. Nee, aber ja doch, sieht gut aus. Ja, ist nicht verkehrt. Alles klar, okay. Ich will ja nur nicht, dass du dann irgendwie, dass dir was passiert, Kiste, auf dem Weg nach unten. Und gut, dass du nicht kaputt gehst. Warum kriege ich jetzt keinen Kontrollpunkt? Das finde ich jetzt wiederum nicht nett. Ich möchte noch einen haben, bitte. Liebes Spiel, gib mir doch einfach einen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, direkt darüber zu springen. Wahrscheinlich eher nicht. Es sieht zu weit aus. Auch wenn ich hier ziemlich hoch gelegen bin, das ist zu weit. Das sehe ich. Das spüre ich im kleinen Zeh. Ich muss mich hier jetzt irgendwie vorsichtig runterlassen. Wow, 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 wow. Das wollte ich jetzt so nicht. Ich muss da jetzt irgendwie hier an die Kante. Genau. Genau. Perfekt. Genau so. So, jetzt darf ich den ganzen Kram nochmal machen, den ich hier unten bisher gemacht habe. Dann muss ich die beiden Kisten runterschieben und dann, ne? Genau.
So, jetzt schiebe ich dich schon mal direkt einfach runter, würde ich sagen. Oder ist das schlimm, wenn ich das mache, solange noch Wasser drin ist? Aber nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Müsste ja eigentlich dem Spiel egal sein. So kommst du zumindest sicher unten an und gehst auch wirklich dich nicht irgendwie noch kaputt. Und das ist ja das Wichtigste. So, jetzt noch mal eben zu meinem Krokodilfreund hier hinten. Genau, da vorne ist auch die zweite Kiste. Genau, und dich kann ich dann hier runterschieben, ganz problemlos. Und ich genau hier. Dann geht das ja. Oder war das doch nicht das Rätsels Lösung? Ich bin jetzt doch ein bisschen überfragt, weil es war jetzt irgendwie nicht so schwer, die Kisten hierher zu holen. Deswegen, was ist dein Geheimnis? Okay, ich wollte endlich auf die Rutsche, aber ist okay. Okay, das Floß ist aber schon mal offen. Da war das doch so easy, wie ich das jetzt dachte. Ich meine, muss ja eigentlich. Warum sollte das Gitter jetzt nicht aufgehen? Wofür ist denn sonst die zweite Plattform? Wenn durch eine schon das Floß jetzt hier sich auftut, sozusagen. Ah, das geht dann runter. Ihr seid ja scheiße. Wie komme ich an dich ran, Mann? Das ist echt fies. Bäh. Oder war das doch diese eine geheime Unterwasserschalte, den ich gesehen habe? Habe ich den sonst immer übersehen? Kann es das sein? Rätsel über Rätsel. Hä? Ja, wenn sie den Arm nicht ausstreckt, ne? 1000 Sorgenfalten auf der Stirn. Aber okay, erstmal wieder hier Wasser jetzt reinlassen. Immerhin soweit so gut. Deswegen, wie ich jetzt weiterkomme, so an sich weiß ich ja. Ich weiß ganz genau, was ich tun muss für den Hauptweg. Ich weiß nur nicht, was ich tun muss für das Secret. Von hier aus reicht mein Haken dahin nicht. Nee, das kann ich vergessen.
Genau. Hier stehst du gut. Oder hier schwimmst du gut, wie auch immer. So, jetzt muss ich wieder nach oben kommen. Falsche Richtung. Dann kann ich jetzt hier endlich mal alles fluten, dass ich auf jeden Fall keine Angst haben muss, mehr hier dann so abzustürzen. Ja, dazu nehme ich am besten den Weg da vorne. Glaube ich. Wenn ich diesmal das überlebe und nicht wieder sterbe, so wie letztes Mal. Bis hierhin ist der Weg ja auch einfach. Ich glaube, es gibt echt keine andere... Nein, Lara, was machst du? Keine andere Möglichkeit, hier dann nach oben zu kommen. Nee, da würde ich an die Schlange springen. Ich muss das schon irgendwie von hier aus dem Stehlgreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, machen. Ist nur echt doof. Ha! Jawohl! Finally! Es geht alles. So. Dann fluten wir den Laden mal. Yay! Oh, schade. Oh, Moment mal. Ist ja ein neues Kroko irgendwo? Oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Gerade ein leicht ungutes Gefühl irgendwie. Okay. Anscheinend doch nicht. Gewehrmunition. Die nehme ich doch sehr gerne mit. Die kann ich ja hier nicht verkommen lassen. Das kann echt sein, dass ich diesen Schalter einfach nur immer übersehen habe. Bitte, mach das Secret frei, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Ja! Ist das Leben nicht schön? Los, runter, nimm das Teil. Das ist schön, das macht mich froh. Dass ich echt diesen Schalter einfach immer übersehen habe. So simpel kann das manchmal sein. Ha. Noch komme ich nicht ran, oder? Nee. Da fehlt noch ein bisschen.
Sehr schön. Ach, sieht das episch aus. Genau, eins fehlt noch. Und wo das ist, weiß ich sogar schon, glaube ich. Und mit diesem wunderschönen, epischen Bild beende ich erstmal diesen Part. Das Level die Zisterne ist ja eigentlich eh hier vorbei. Und den Rest, also das eigentliche Grab von Jihokan, machen wir dann auf jeden Fall im nächsten Part. Und ja, wie gesagt, dann sind wir auch schon mit der Hälfte des Spiels bald durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall tatsächlich mal wieder, weil alles so gut geklappt hat. Also das hätte ich selber gar nicht mal unbedingt so gedacht. Es freut mich. Und ja, bis zur nächsten Part, ihr Lieben. Bye, bye.